Johannes Schumowski, dessen Roman Levins Mühle ich Ihnen vorstellen möchte, wurde 1917 in Tilsit geboren und starb 1965 in Ost-Berlin. Der Roman erschien 1964 gleichzeitig in der DDR und im Westen, wurde in ca. 15 Sprachen übersetzt und immer wieder neu aufgelegt. Zuletzt 2015 zu seinem 50. Todestag im Berliner Verlag Klaus Wagenbach und 2020 in der polnischen Übersetzung von 1966 im Warschauer Convivo Verlag. Der Roman passt heute wunderbar zu den grenzüberschreitenden Aufgaben des Ostpreußischen Landesmuseums. Es geht um Toleranz und Miteinander. Die Geschichte enthält, ohne schwarz und weiß zu malen, eine Vielzahl volkstümlicher Gestalten. Arme und Reiche, Deutsche, Polen, Juden, Zigeuner, Landstreicher, Musiker und Zirkusleute, die mit Fantasie, Humor und Kreativität begabt unsere Sympathie gewinnen oder eben auch nicht. Es geht um einen Kriminalfall, aber nicht um seine Aufklärung, denn der Täter, der fiktive Großvater des Erzählers, wird schon im ersten Satz benannt. Es geht vielmehr um den öffentlich und weniger öffentlich ausgeführten Kampf, ob der Täter ungestraft davonkommt oder ob das Opfer Recht erhält. Bobrowski betont, dass sich der Fall vielerorts und zu verschiedenen Zeiten hätte ereignen können. Er lässt ihn aber wenige Jahre nach der Reichsgründung von 1871 in Westpreußen spielen, genauer gesagt im Kulmer Land, einem Landstrich, der im Zuge der polnischen Teilung an Preußen gekommen war und seither an der Grenze zum zaristischen Russland lag. Manch Deutscher fühlte sich dort als Herrenmensch und meinte, daraus bestimmte Rechte ableiten zu können. Bei der detaillierten Beschreibung der sozialen und persönlichen Verhältnisse im Kulmer Land ist von Beginn an Bobrowskis Freude am Erzählen wahrnehmbar. Also den ersten Satz. Die Drewenz ist ein Nebenfluss in Polen. Das ist der erste Satz. Und da höre ich gleich, also war dein Großvater ein Pole? Und da sage ich, nein, er war es nicht. Da sind, wie man sieht, schon Missverständnisse möglich. Und das ist nicht gut für den Anfang. Also einen neuen ersten Satz. Am Unterlauf der Weichsel an einem ihrer kleinen Nebenflüsse gab es in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein überwiegend von Deutschen bewohntes Dorf. Nun gut, das ist der erste Satz. Nun müsste man aber dazu setzen, dass es ein blühendes Dorf war mit großen Scheunen und festen Ställen und dass mancher Bauernhof dort, ich meine den eigentlichen Hof, den Platz zwischen Wohnhaus und Scheune, Kuhstall, Pferdestall und Keller und Speicher, so groß war, dass in anderen Gegenden ein halbes Dorf darauf hätte stehen können. Und ich müsste sagen, die dicksten Bauern waren Deutsche und die Polen im Dorf waren ärmer, wenn auch gewiss nicht ganz so arm wie in den polnischen Holzdörfern, die um das große Dorf herumlagen. Aber das sage ich nicht. Ich sage stattdessen, die Deutschen hießen Kaminski, Tomaszewski, Kosakowski und die Polen Lebrecht und German. Und so ist es nämlich auch gewesen. Und die Deutschen, also Ragolski und Wistuba und Koschorek, um ein paar andere Namen zu nennen, wissen, dass es an der Tüchtigkeit liegt, wenn man etwas hat. Und die Polen denken, es kommt von der Mutter Gottes. Aber freilich, die wirkt mehr fürs Gemüt als ins Portemonnaie, sagt man. Und deswegen haben die Polen, sagt man, weniger. Der Fall und seine Entwicklung. Der Großvater, ein Mühlenbesitzer, fühlt sich durch einen jüdischen Konkurrenten, Leo Levin, ökonomisch bedrängt. Er zerstört deshalb heimlich eines Nachts ein Stauwehr, sodass Levins flussabwärts gelegene, leicht gebaute Mühle weggerissen wird.
Er ist sich sicher, dass ein Jude vor einem Jahr dahergekommen es nicht wagen wird, gegen ihn zu klagen, und noch sicherer, dass kein deutsches Gericht einen reichen Deutschen, zumal ihn als den Ältesten der Baptistengemeinde, wegen der Klage eines Juden verurteilen würde. Überrascht merkt der Großvater, dass der Jude Freunde hat, zum Beispiel den Zigeunermusiker Habedank und den Dichter und Landstreicher Weißmantel, dessen mitreißendes Spottlied zu Ende einer Zirkusvorstellung den Großvater öffentlichkeitswirksam als Täter und Heuchler entlarvt. Polen und Deutsche durchschauen den großen Verbrecher. So auch die aufrechte Tante Huse, die vor Gericht für Levin ohne Scheu das Wort ergreift. Vergeblich versucht Großvater, die lästige Individualistenschar auseinanderzutreiben, indem er Pilchs Häuschen, einen ihrer Treffpunkte, durch Brandstiftung vernichtet. Außerdem besticht er den protestantischen, großdeutsch gesinnten Pfarrer Glinski, um mit Hilfe von dessen Kontakten den Prozesstermin in der Kreisstadt zu verschieben. Levin resigniert und geht mit seiner Braut über die Grenze ostwärts zu seinen Leuten. Seine Leute aber missbilligen die Verbindung mit einer Zigeunerbraut. So bleibt den beiden nichts anderes übrig, als weiter gen Osten zu ziehen. Auch der Großvater fühlt sich in seinem Dorf nicht mehr daheim. Er verkauft sein Anwesen und zieht mit seiner darüber betrübten Ehefrau in die Kreisstadt. Verbiestert und rechthaberisch sucht er Bestätigung in nationalistischer und antisemitischer Lektüre und Rede. Ruhe findet er nicht. Bobrowski schätzte die litauischen Erzählungen von Hermann Sudermann und spricht, wie manche Werke der russischen Literatur, den Leser direkt an, zieht ihn in das Geschehen hinein, verbindet Umgangssprachliches und Intellektuelles. Er benutzt ostpreußische Begriffe und Satzstellungen, mal kantig umständlich, mal humorvoll oder hintergründig, auf jeden Fall farbig, lebendig und locker. Immer wieder gibt es lyrische Passagen, die zum Vorlesen einladen, sei es über die Landschaft oder den Sonnabendduft der Kalmuspflanze. Kalmus, diesen Duft, kann man nicht beschreiben. Es riecht nach klarem Wasser, von der Sonne gewärmtem Wasser, das aber keinen Kalkgrund haben darf und auch keinen Moorgrund, so einen hellen, ein bisschen rötlichen Sand, auf den langsam die vom letzten Regen aufgerührten Erdteilchen herabsinken, auch ein faulendes Blättchen und ein Halm, auf dessen Fläche Käfer laufen, solch ein Wasser jedenfalls. Aber da ist noch eine ganz feine Süße von weiter her und dann auch darunter gelegt ein wenig Bitteres, von dem man schon gar nicht weiß, wo es herstammt. Aus der Erde, dem Uferboden, in dem der Kalmus wurzelt, in dem er seine weißen, gelben und rosafarbenen Wurzeln umherschiebt, wird man sagen, aus der Erde am Ufer, wo es eben doch ein bisschen schlammig ist, als ob damit etwas gesagt wäre. Hinter dem Bild in Habedanks Stube und in Maries Stube hinter dem Spiegel steckt Kalmus. Fingerlange Stücke, ein bisschen fleischiger als Schilf, schön grün, am unteren Rand heller, rötlich, weil dicht über der Wurzel abgeschnitten. Und ganz klein geschnipselt ist er auch über den Sand auf den Dielen verstreut. Man kann viel reden, wie gut das riecht. Antonellas gespitztes Näschen sagt es schöner. Es ist Sonnabend. Emotionalität, Liebe, Sinn für Musik, Kunst und die Schönheit der Landschaft kennzeichnen im Roman Levins Mühle die kleinen Leute, während die Reichen und Mächtigen einen spezifischen Blick auf die Welt haben.
Besitzverhältnisse und Preise pro Morgen Acker oder Weide und wer verkaufen würde oder wer nicht. Bobrowski hat den Verlust seiner ostpreußisch-memeländischen Heimat als historisch legitime Konsequenz rational nachvollzogen. Aber er fragt in die Welt der Kindheit zurückblickend, nimmt man das Vaterland an den Schuhsohlen mit? Da Bobrowski in der DDR lebte, konnte er diesen Verlust nicht ohne weiteres beklagen. Eine Rechtfertigung für die Beschäftigung mit seiner Heimat fand er in ihrer Erweiterung auf den gesamten Raum zwischen Weichsel und Wolga, den er nach einem alten Reitervolk Sarmatien nannte. Das Thema seines literarischen Schaffens, sagt er, habe er schon als deutscher Soldat in Russland 1941 am Ilmensee gefunden. Er habe zu schreiben angefangen über russische Landschaft, aber als Fremder, als Deutscher. Daraus ist ein Thema geworden, ungefähr die Deutschen und der europäische Osten. Weil ich um die Memel herum aufgewachsen bin, wo Polen, Litauer, Russen, Deutsche miteinander lebten, unter ihnen allen die Judenheit. Eine lange Geschichte aus Unglück und Verschuldung seit den Tagen des Deutschen Ordens, die meinem Volk zu Buch steht. Wohl nicht zu tilgen und zu sühnen, aber eine Hoffnung wert und einen redlichen Versuch. Er ist als Dichter der Erinnerung zum Dichter der Begegnung geworden. Er ist in Litauen und Polen bekannt wie bei uns. Er macht bewusst, dass Europa älter ist als die Europäische Union und dass es schon vor dem Europa der Nationen ein Miteinander der Menschen und eine verbindende Kultur der Völker gab. Viel Freude beim Lesen oder beim Wiederlesen. Viele nehmen dieses Buch immer wieder gerne zur Hand.